Was passierte eigentlich mit diesen Hogwarts-Professoren nach der Schlacht um Hogwarts? Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Schlacht von Hogwarts war eine der berühmtesten Schlachten in der Welt der Zauberer. Zahlreiche Schüler, Angestellte, Absolventen und Freunde von Hogwarts verteidigten die Schule in der Stunde der Not. Und dank Harry Potter wurde Voldemort endgültig vernichtet und seine Todesser für immer aufgelöst. Während des Kampfes wurde Hogwarts stark beschädigt. Mehrere Bereiche des Hauptgebäudes wurden in Brand gesteckt oder gesprengt. Und das Quidditch-Feld wurde größtenteils durch Feuer zerstört. Nach der Schlacht wurde Hogwarts wieder aufgebaut. Einige Schüler kehrten 1998 zurück, um ihre Ausbildung abzuschließen. Und genau hier liegt das Thema des heutigen Videos. Was geschah eigentlich mit den Hogwarts-Professoren nach der Schlacht von Hogwarts? Fangen wir an mit Professor McGonagall. Nach Beendigung des Krieges wurde Professor McGonagall vom Zaubereiminister Kingsley Shacklebolt für ihre unerschütterliche Treue zum Orden des Phönix mit dem Merlin-Orden erster Klasse ausgezeichnet. 4 Monate später wurde Minerva McGonagall vom Obersten Rat von Hogwarts offiziell zur Schulleiterin ernannt. Zu diesem Zeitpunkt waren die umfangreichen Schäden am Schloss schon behoben, natürlich durch Zauberei, und die Schule war wiederhergestellt und bereit, neue Schüler für das nächste Schuljahr aufzunehmen. In diesem Schuljahr erhielten auch diejenigen Unterricht, die ihr Studium leider nicht abschließen konnten aufgrund des Krieges. Als sie ihr neues Amt antrat, zog Minerva aus ihrer bisherigen Wohnung aus und ließ sich im alten Büro von Professor Dumbledore nieder. In der Folgezeit war es die Aufgabe von Professor McGonagall, einen festen Nachfolger für den Posten des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu finden. Außerdem stellte sie letztendlich ihren ehemaligen Schüler Neville Longbottom in der Abteilung für Kräuterkunde unter der Abteilungsleiterin Professor Sprout ein. Professor McGonagall konnte jedoch nicht umhin zu bemerken, dass noch Jahre nach dem letzten Aufräumen der dunklen Orte in Hogwarts fast alle ihre Schüler die Testrale sehen konnten. Diese sollten als schmerzhafte Erinnerungen an die Kosten des Krieges dienen. 10 Jahre nach der Schlacht von Hogwarts gab Minerva Hermine, die inzwischen dem Ministerium beigetreten war, die Erlaubnis, Dumbledores Anmerkungen zu dem Märchen von Beedle und dem Barden als Teil ihrer neuen Übersetzung des Buches zu veröffentlichen. Und weiter geht's natürlich mit keinem anderen als Rubius Hagrid. Auch unter dem neuen Schulleiter, also damals Severus Snape, setzte Hagrid seine Arbeit als Wildhüter fort. Er wurde mit der Betreuung von Schülern betraut, die zum Nachsitzen eingeteilt waren. Das Nachsitzen bei Hagrid bestand aus Arbeit im verbotenen Wald, was viel sicherer war als das Nachsitzen bei Amycus und Alecto Caro. Hagrid kehrte für die letzte Schlacht nach Hogwarts zurück. Als der Kampf begann, war Hagrid der Grund für das Eintreffen von Seidenschnabel, den Testralen und den Zentauren, die natürlich für Hogwarts mitkämpften. Hagrid war einer der ersten, der Harry Potter nach Voldemorts endgültiger Niederlage gratulierte. Er wurde in der großen Halle zusammen mit den anderen Überlebenden der Schlacht gesehen. Im Jahr 2017 war Hagrid unglaubliche 89 Jahre alt und er war immer noch in Hogwarts tätig, was auf die natürliche Alterung von Zauberern zurückzuführen ist und natürlich bedeutet, dass er nach Muggelmaßstäben wahrscheinlich ein extrem langes Leben haben wird. Manchmal lädt er den jüngsten Sohn von Harry und Ginny, Albus, zum Tee in seine Hütte ein, so wie er es mit Harry im ersten Jahr getan hatte. Hagrid hat nie geheiratet, obwohl er sich damals zu Madame Maxime hingezogen fühlte. Als nächstes haben wir Horace Slughorn. Als der Dunkle Lord mit seiner Armee in das Schloss eindrang, glaubte man zunächst, Slughorn sei aus Feigheit geflohen. Doch wie sich dann herausstellte, war er nach Hogsmeade gegangen, um Verstärkung zu holen. Er kehrte zum Schloss zurück, angeführt von zahlreichen Einwohnern und Ladenbesitzern der Stadt, einigen Slytherin-Schülern, die ebenfalls zurückkamen, um die Schule zu verteidigen, und den Freunden und Familienangehörigen der bereits kämpfenden Schüler und Angestellten. Slughorn trat zusammen mit McGonagall und Kingsley gegen den Dunklen Lord an und erwies sich als meisterhafter Duellant, der sich gegen den gefährlichsten dunklen Zauberer aller Zeiten behaupten konnte. Slughorn war einer der letzten, die sich mit Voldemort vor den Todessern duellierten, weil er hoffte, so Wiedergutmachung für das zu leisten, was er ihm viele Jahre zuvor über die Horcruxe erzählt hatte. Nach dem Kampf saß er in der großen Halle neben Professor Sprout und Phileas Flitwick und erzählte, wie er während des Kampfes seinen Zauberstab verloren hatte.
Slughorn unterrichtete auch nach der Schlacht weiter und wurde wahrscheinlich das Oberhaupt des Hauses Slytherin, anstelle von Severus Snape, der während des Krieges durch Voldemort ermordet wurde. Slughorns Tapferkeit in der Schlacht von Hogwarts wurde weithin bekannt und veränderte die Wahrnehmung des Hauses Slytherin zum Positiven. Horace Slughorn ging 2016 endgültig in den Ruhestand und hatte die Ehre, ein Porträt von sich im Gemeinschaftsraum von Slytherin aufhängen zu dürfen. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Dolores Umbridge. Obwohl Umbridge während der Ereignisse in die Heiligtümer des Todes nicht als Professorin tätig war, da sie ihren Posten am Ende von der Orden des Phönix verließ, denke ich, dass wir das Recht haben zu erfahren, was später mit ihr geschah. Nach Voldemorts Übernahme des Zaubereiministeriums beaufsichtigte Umbridge die Regierung und Verfolgung von muggelstämmigen Hexen und Zauberern im Rahmen der muggelstämmigen Regierungskommission. Sie führte Verfahren durch, bei denen sie unschuldige Muggelstämmige der Anwesenheit von Magie beraubte und sie nach Azkaban schickte, weil sie angeblich Magie von echten Hexen und Zauberern gestohlen hätten. Nach Voldemorts Tod und der Reformierung des Zaubereiministeriums durch Kingsley Shacklebolt wurde Umbridge verhaftet, vor Gericht gestellt, verurteilt und für ihre Verbrechen an Muggelstämmigen lebenslang nach Azkaban geschickt. Dies war ein Schicksal, das sie verdient hatte, da nicht alle ihrer Opfer überlebten. Als nächstes haben wir Professor Sybil Trelawney. Professor Trelawney nahm an der Schlacht von Hogwarts teil. Sie kämpfte, indem sie Kristallkugeln auf die Köpfe ihrer Feinde fallen ließ und so Fenrir Greyback erfolgreich ausschaltete, als dieser Lavender Brown angriff. Professor Trelawney überlebte den Zweiten Zaubererkrieg und unterrichtete bis weit in das Jahr 2010 hinein, wobei sie ihre Tradition der Vorhersage des Todes ihrer Schüler fortsetzte. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel Meine Augen und wie man an ihnen vorbeisieht. Dieses Buch war eines der Werke, die Hermine in ihrem Büro im britischen Zaubereiministerium im Regal stehen hatte. Es enthielt den Anfang eines Rätsels, das notwendig war, um den versteckten Zeitumkehrer zu finden. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Amycus und Alecto Carrow. Amycus und Alecto wurden zu Professoren für Verteidigung gegen die dunklen Künste bzw. auch Muggelkunde ernannt. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde dabei so geändert, dass er nun schlicht dunkle Künste hieß. Amycus ließ seine Siebtklässler den Cruciatusfluch an Schülern üben, die nachsitzen mussten. Als Voldemort erfuhr, dass Harry seine Horcruxe jagte und zerstörte, ahnten Amycus und Alecto, dass Harry versuchen könnte, in das Schloss und den Ravenclaw-Turm einzudringen. Alecto berührte sofort ihr dunkles Mal und informierte Voldemort und die Todesser darüber, dass sie Harry im Ravenclaw-Turm erwischt hatte. Alecto wurde jedoch sofort von Luna Lovegood betäubt. Amycus sah seine bewusstlose Schwester, aber keine Spur von Harry, da sowohl er als auch Luna unter Harrys Unsichtbarkeitsumhang verborgen waren. Als Professor McGonagall Amycus einen Feigling nannte, spuckte er ihr ins Gesicht. Das machte Harry so wütend, dass er sich zu erkennen gab und einen Cruciatusfluch mit solcher Wut auf Amycus schleuderte, dass dieser gegen die Wand prallte. McGonagall verzauberte Amycus daraufhin mit dem Imperiusfluch, sodass dieser seine bewusstlose Schwester trug. Die Geschwister wurden gefesselt und unter der Decke des Ravenclaw-Turms aufgehängt. Weder Amycus noch seine Schwester kämpften in der Schlacht von Hogwarts, denn beide wurden nach der Schlacht und Ende des Zweiten Zaubererkrieges im Ravenclaw-Turm gefangen gehalten. Amycus wurde schließlich für seine Verbrechen, die er als Todesser zusammen mit seiner Schwester begangen hatte, nach Azkaban geschickt. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.